Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück beim weiteren Zelda-Stream. The Tears of the Kingdoms. Jo, heute habe ich zum Abwechslung auch mal endlich wieder vor, ein bisschen mit der Story zu weit zu machen. Aber vorher natürlich wie immer die Warnung für unsere Spoileranten. Spoilert nicht, sonst fliegt ihr für immer aus den Kommentaren. Und mit den Tipps zurückhalten, weil ich das Spiel für mich erkunden will. So, die Warnung ist rausgehauen. Sehr gut. Ich habe offscreen nicht sonderlich viel gemacht. Ich habe zumindest hier im Anfangsgebiet noch mal ein bisschen so ganz leicht drüber geguckt, wo hier eventuell Crocs sein könnten. Und hier an den beiden Brücken sollten noch Crocs sein. Hier ist noch ein Croc und danach hätte ich vor, hier ins Gebiet der Sora einzudringen und tatsächlich auch mal wieder ein bisschen Story zu machen. Weil wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viel erkundet. Und müssen ja auch noch mal ein bisschen da in den sich ein bisschen was machen. Amiibo-Geschenke habe ich heute schon eingesammelt. Da war nichts Besonderes drunter. Ich kriege mittlerweile echt häufig den Seewindbogen. Irgendwer, der sich hier versteckt. Bei Brücken vermute ich ja immer einen Krog. Den Miniboss kann ich ja in Ruhe lassen. Der ist egal. So, dann will ich dahin. Da ist safe ein Croc. Den habe ich sogar schon gesehen. Da gehe ich aber näher ran, weil da muss ich was abschießen. Ihr seht es kaum, aber da ist eine Eichel. Die versuche ich abzuschießen. Das wird nicht einfach. Hab's. Hat mich jetzt, glaube ich, nur so 5 Pfeile gekostet. Aber das war es wert. Da vorne ist auch eine Gegnerbasis. Die könnten wir in der Theorie einmal kurz einnehmen. Auf jeden Fall kann ich hier erstmal das Blättchen von der Karte entfernen. Da unten ist auch eine Kiste. Die würde ich mir dann direkt im Anschluss gönnen. Dann machen wir die hier mal eben kurz platt. Ich versuche natürlich den Schützen zuerst auszuschalten. Was sich jetzt ein bisschen schwierig herausstellen könnte, weil er genau auf den Weg guckt. Nein! Das habe ich jetzt mal mit Absicht gemacht, damit sie mich schlechter sehen. Greift euch mal alle gegenseitig an. Ich könnte sie auch einfach runterpusten und sie vom Fallschaden her sterben lassen. Hat sogar bei dem einen funktioniert. Danke, das nehme ich. So, wo ist der große Dicke? Ich habe noch ein schönes Geschenk für ihn. War doch auch noch ein dicker von denen. Wo ist der hin? Gratistruhe. Und mein alter Bogen wird direkt durch einen neuen ersetzt. Sehr schön. Jetzt mal im Ernst, wo ist der hin? Der war doch vor ein paar Sekunden noch hier. Hier liegt auch kein Loot von ihm. Die Fragezeichen über meinen Kopf häufen sich. Ich schmeiß das einfach runter. Naja, hier liegt ja noch ein bisschen Material für mich.
So, da unten hatte ich eine Kiste gesehen. Da fliege ich direkt mal hin. Gebe mir dein Inhalt. Danke für die Kochtöpfe. Auch hier unten sehe ich den nicht. Aber ich sehe viele Fächer. Also viele Bretter. Na gut, ich habe den Kleinen auf jeden Fall hier runtergeschmissen. Ach, der Große ist doch hier runtergefallen. Nur ist er hinten rum runter. Und hier liegt sein Bosporkorn. Okay, der Große hat sich auch irgendwie selbst umgebracht. Der hat Suizid begangen. An dem Tod bin ich unschuldig. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn die Gegner sich selber umbringen. Ich beschwere mich in der Hinsicht dann auch nicht. So. Da und da habe ich auch noch Crocs markiert. Die muss ich auch mal holen. Das mache ich dann jetzt mal eben schnell. Und dann gehen wir von innen schreiben, wo ich mich gerade hin teleportiere, auch direkt ins Sora-Gebiet. Oh, hi. Ja, ich habe das große Monster platt gemacht. Stimmt ja, der war eine Nebenquest. Danke. Sehr nett von dir. Über die Steilpunkte beschwere ich mich nicht. Da ist auch schon mein Krog. Ah, zu hoch dafür. Und eingesammelt. Das war einfach. So, hier kann ich dann jetzt einmal das Blättchen entfernen. So. Hier Steinchen. Aber in den Fluss damit. Böse Schleime. So, und jetzt gehe ich zum Stall zurück und mache einmal die Bootstour. Da ist ein Stein auf dem Baum. Da ist noch ein Krog. Den habe ich jetzt nur beim Vorbeigehen gesehen. Wenn man einen Stein auf dem Baum findet, ist das hundertprozentig ein Krog. Einen anderen Grund haben die nämlich nicht, auf dem Baum zu sein. Hey! Wieso darf ich denn nicht? Dann frage ich halt. Ach, jetzt darf ich. Dann mal volle Fahrt voraus. Ich werde nicht die Ente überfahren, keine Sorge. Ganz bestimmt nicht. Und ich habe es auch nicht versucht. Wenn irgendwer was anderes behauptet, lügt er. Hinter diesen Ruinen. Ach, da ist auch noch mal eine Ruine vom letzten Mal. So, beim Vorbeischlendern mal gucken. Vielleicht sieht man ja irgendwas Interessantes.
Da vorne ist die Blumenbank. Man wurde immer verprügelt, wenn man die Blumen kaputt gemacht hat beim vorherigen Spiel. Wahrscheinlich ist es hier genauso. Wie mache ich das? Wie lege ich an? Einfach gegenfahren? Ich gehe einfach von einmal gegenfahren aus. Ja, reicht aus. Hallo? Ich kann gut fahren. Aber ist das mein Vollen von der Post? Da müsste ich auch mal vorbeischauen, weil ich da bestimmt schon mit einer Weile was abholen kann. Bei der Frau, die mich auf jeden Fall verprügeln wird. Ja. Okay. Aber dann komme ich und trete einfach drauf. Ich sag dazu nichts. Schön, dass ich helfen konnte. Solange sich keiner verletzt und jeder glücklich ist, ist doch alles gut. Meint ihr nicht auch? Ach, danke für die Rubine. Oh, danke. Ich muss dafür gar nicht vorbeigehen. Ja, wahrscheinlich brauche ich das Set dafür. Ciao. Draufspringen!
kann nicht anders, es tut mir leid. Nein, ich kann nicht. Ich will wissen, ob du ausrastest. Es tut mir leid. Ich kann nicht widerstehen. Die wird mir gleich so die Hucke vollhauen. Naja, nicht zu jeder. Ich bin nicht mal drauf getreten, ne? Ich will einfach nur gucken, ob sie noch ausrastet. Warte, ich mach's von weiter weg, dann sieht sie's nicht. Oh, es gibt nur diese. Ah, okay, der Text ändert sich irgendwie hier ab hier nicht mehr. Die rastet nicht mehr so aus wie bei Breath of the Wild. Schade, aber ich hab's getestet. Der Garten hier sah auch schon mal schön aus. Na gut, das sind ja auch Objekte vom Himmel gefallen, ne? Oh, hier wächst echt viel Kraut. Ah, gut. In die Richtung wollte ich jetzt. Ja. Dann nehme ich mal hier den Schrein. Und lauf von da. Ach, hier ist ein Krog. Wo ist denn dein Freund? Wo ist dein Kumpel? Ach, das liegt auf meinem Weg. Ich kann nicht mitnehmen. Hallo, lass dich doch grabben. Natürlich wäre es schön, Fahrbahnuntersatz zu haben. Mir kommt eine grausame, aber gute Idee. Der ein oder andere hat eventuell schon im Sinn, was ich vorhabe. Das ist nicht grausam. Überhaupt nicht. Der Krog kommt an sein Ziel an. Warum lässt sich das Pferd denn so scheiße lenken? Ich habe nach links gerade die ganze Zeit gedrückt und es ist nicht nach links gegangen. Ich habe vernommen, dass du zu deinem Freund möchtest. Genau da bringe ich dich ja gerade hin. Nur nicht bedingt auf die humanste Art und Weise. Aber das passt dann schon. Hier ist ein Brunnen. Hier komme ich gleich nochmal hin. Da ist wieder die eine, die Gerudo-Frau. Du bist wieder zu Hause. Ernsthaft, das zählt nicht? Hier bitte. Eventuell solltet ihr nicht eine Tasche mitnehmen, die viermal so groß sind wie ihr selber. Dann hätte der auch kein Problem voranzukommen.
mitten in dem Sumpfgebiet ist 100 pro irgendwo ein Schrein. Es liegt sowieso mitten auf meinem Weg. Ich will nur einmal in den Brunnen eben kurz gucken. Mann, du bist so kacke. Hallo. Ja, die habe ich schon gesehen. Die sind ganz interessant und schön. Oh, hi. Zur Höhle. Das war irgendwie klar. Und tot. Ich brauche das nicht. Ist hier sonst irgendwas? Oh, das gibt ein gutes Sandschirmfoto. So, auf jeden Fall wesentlich geiler aus als mein altes. So, ein bisschen Bernstein. Dann nehme ich die Leuchtsamen noch mit. Und dann weiter. Ich glaube nicht, dass das Pferd hier auch nur ansatzweise vorankommt. Hi. Ja. Du hast einen wunderschönen Esel dabei. Und dort. Schlaues Pferd. Renne meine Waffe. Okay, das Pferd kann hier laufen. Da hinten sehe ich doch sogar einen Schrein. Hier ist wieder ein Krog. Wo willst du hin? Der ist verängstigt, der redet nicht. Wo ist der? Ach, genau in der Richtung, wo ich hin will. Passt doch. Oh, ich kann dich ruhig mitnehmen. Da will ich eh hin. Einfach straight up durchlaufen, ne? Und vorhin, es sieht so aus, als ob es an der einen oder anderen Stelle tiefer ist. Ich nehme mal die Holzwege besser. Ich kriege ja auch die Möglichkeit eines Floßes. Ja, da bringe ich dich ja hin, keine Sorge.
Was? Hier einmal drumherum. Ich glaube, da hinten ist eine Leune. Blauer sogar. Mit dir lege ich mich auch gleich noch an. Keine Sorge, meine oberste Priorität ist es, dich nach Hause zu bringen. Hat er sich gerade an den Grog gestoßen? Auch witzig. Der Grog sitzt halt genau davor, ne? Perfekt, einfach nur. Hier, dein Kumpel. So, und ihr sucht also Stress, hm? Den nehme ich mal. Letzten Endes sagt ja eigentlich hier die Affe überhaupt nichts aus, ne? Und weg damit. Danke für den Prügel. So, dann gönne ich mir mal den Schrein hier. Schreine werden immer mitgenommen, sobald ich sie sehe. Den Leune will ich auch noch fertig machen. Okay. Das hier sieht schon lustig aus. Irgendwie muss ich das nach oben katapultieren. Oder ich mach's mir natürlich leicht und schieß mit einer Bombe drauf. Aber erstmal will ich den offiziellen Weg versuchen. Problem ist, ich sehe den offiziellen Weg jetzt gerade nicht instant. Hüpft er immer höher? Nee. Kann ich den wegprügeln? Nee. Ich sehe auch jetzt gerade, dass es ein verstärkter Hartholzprügel ist. Hallo? Ich sehe den offiziellen Weg nicht, außer da drauf zu schießen. Warte mal, vielleicht? Je weiter der unten ist, umso höher springt der. Ah, so funktioniert der Ball. Okay. Gut, dass ich das auch noch ausprobiert habe. Ich dachte mir halt, weil das ein Gummiball ist. Ja, klar, übrigens habe ich jetzt eine Bombe verschwendet. So, du kommst mal mit.
Warum soll ich meine Waffe an dir verschwenden? So, wo habe ich jetzt die Kiste hingefeuert? Ach, die liegt da unten. Leckerer Konstruktbogen. Mächtiger. Okay, das hier hat irgendeinen Sinn und Zweck. Nebenbei. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht fotografiert. Zumindest den mächtigen noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich die Platte da mitnehmen soll. Außer, ne, um die Reichweite zu erhöhen. Ich sehe dahinter schon das Endgebiet. Wofür war die Platte? Also wenn das so eine Gummisache ist, dann hat das Ding den Sinn und Zweck, mich in die Luft zu katapultieren. Sieht lustig aus. Aber ich glaube, die einfachste Methode ist einfach das nehmen. So dahinlegen. Ja, genau, dann drunter. Draufklettern, Deckensprung. Warum soll ich mir den anderen Scheiß alles antun? Bin ich irgendwie noch oben? Nö. Das sieht viel komplizierter aus, als es ist. Der Tempel war ja echt geschenkt. Aber ich habe eine neue Mechanik kennengelernt. Die Gummibälle. Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. So ein cooles Foto. Und mein Soldatenschild hat er fast mit einem einzigen Angriff umgenietet. Kann ich dich verheißen? Nein. Hier hole ich mal meine Gamma. Nee, meinen Stahl-Hinox-Hammer-Schwert raus. Ich bin zu unfähig zum Treffen. Versuch sein Gesicht zu treffen.
habe mich schon immer gefragt, ob das was von dir bringt. Nein, tut es nicht. Autschen. Wie stehst du eigentlich zu Elektro? Magst du Funkelfrüchte? Wasser? Nee, Eis haben wir schon getestet. Die Früchte, die jucken ihn halt einfach überhaupt nicht. Aber aus irgendwelchen Gründen zieht er gerade Kreise. Das habe ich ausgenutzt, um mir selber ins Gesicht zu schießen. Aua. Ich brauche einen Schild. Ja genau, guck in meine Richtung. Erwischt! Komm her! Mach dich lang! So, wollte ich mal die Fläche ein bisschen frei machen. Ich muss ja das ein oder andere Foto hier jetzt gleich schießen. Dich einmal ganz kurz beiseite. Und das einmal ein bisschen beiseite. Waren stinknormale Soldaten-Zweihänder. Damit hat er mir so hart Damage gedrückt. Warte, da krieg ich doch noch ein besseres Foto. Ach komm, solange ich nichts anderes finde. So, ein Säbelhorn. Ein Massivhorn. So. 29er Synthesestärke einfach. 33. Damit kann ich ja übelst Damage rausdrücken. So, und nochmal ein schönes Bestienbogen-Foto. Ja, viel schöner. Verbrannte Ebene passt sogar. Habe jetzt nur eine Fee dabei verloren, ne? Ich finde, bevor ich zu den Soras gehe, sollte ich zu dem Turm einmal. Ich kann es mir einfach machen und einfach vom Turm von Elden aus dorthin fliegen. So, da bin ich. Was ist das für ein komischer Schlamm? Ja, ekelhaft. Kriege ich den weg? Kann ich den wegbrennen?
Da war gerade irgendwie so ein Hyrule-Zapfen, der es angedeutet hat. Ich von oben rein? Nee. Wo ist der Hinweis, der mich da reinführt? Mit der Wasserfrucht vielleicht. Ah, einfach mit der Wasserfrucht, okay. Guck mal, hat der Wasserstab ja auch mal eine sinnvolle Verwendung. Gern geschehen. Gern geschehen. Ja, nicht so geil. Ich kann den Bumerang ruhig wegwerfen. Gib mir mal die Zora-Lanze. Bei nächster erhöht sich die Angriffskraft. Na gut, das hat jetzt nur einmalig funktioniert. Ich habe eine Verwendung. Ein Zora-Lanzen-Bumerang. Ich werde im Dorf der Zoras bestimmt noch mal weitere Lanzen sehen. So, dann ist es an der Zeit, hier mal die Karte aufzudecken. Ach, das wird ein Genuss. Karte, öffne dich mir. Und ab nach oben. Ah, ist das schön. Guck mal, wir sind jetzt über der Kugel. Da werde ich natürlich direkt als erstes rein. Ich sehe doch sogar, dass da ein Schrein drin ist. Aber hier sieht alles so sumpfartig aus auf der Karte. Auf jeden Fall zuallererst in die Kugel. Ha, hab's reingeschafft.
Und ich habe sie angehalten. Warum wird mir das abgezogen? Weg damit! Oh, jetzt geh aus! Meine Güte! Immer diese sturen Kugeln. So, was kriege ich hier denn Schönes raus? Ein Laserwerfer, ein Gleiter. Noch mehr Laserwerfer, noch mehr Gleiter. Ein Transporter, sonst nichts. Komm schon, gib mir was Schönes. Was ich noch nicht habe. Das wäre schön. Noch ein Gleiter, Transporter, Ventilator. Okay. Rein in den Tempel, würde ich sagen. Beziehungsweise rein in den Schrein. Bin schon gespannt, was mich da drin für Rätsel erwarten. Beschwingt. Ist das eine einzige Flug-Challenge? Da sehe ich Transporter rausfahren. Hier fliegt auf jeden Fall was rüber, aber das schafft, glaube ich, den Weg ganz nach drüben nicht. Lass mich erst drauf. Ich hab den Bus gekriegt. Hui! Ich komme besser rüber, wenn ich so fliege. Ich kann ja versuchen, einen in der Luft zu fangen. Ja, hat prima funktioniert. So, falls ich es brauche, habe ich es. Wofür will ich den Transporter? Der muss irgendeinen wichtigen Bestandteil hier haben. Ich weiß auf jeden Fall, wofür ich den brauche. Ah, jetzt verstehe ich so langsam. Den Transporter mache ich, dass ich hier fahren kann. Und dann muss da noch ein Gleiter oben drauf, mit dem ich dann fliegen kann. So. Und Abfahrt. Aber funktioniert doch. Da brauche ich noch mehr Ventilatoren. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht hoch genug. Ich kann natürlich eine andere Taktik versuchen. Hehehe.
Hat geklappt. Zwar nicht hundertprozentig so, wie es sollte. Aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt einen anderen Weg gesehen. Und ich habe jetzt auch nirgendwo irgendwas gesehen, das auch nur ansatzweise sagt, hier könnte eine Kiste versteckt sein. Normalerweise ist in jedem Schrein ja eine versteckte Kiste, aber hier habe ich jetzt keine gesehen. Naja. Ein weiteres Segenslicht für mich, da beschwere ich mich doch nicht. Ach, dieses Geräusch liebe ich. Dieses Deppala. Eins meiner Lieblingslieder. Da unten sehe ich einen Schrein. Ich höre das Böse. Was haben wir hier denn Schönes? Eine alte Karte. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sich irgendwo ein X hinzugefügt hat. Da kann ich mir schon mal ein Steinchen markieren. So, dann einfach hier runter, habe ich gehört. Unter mir wartet sogar ein Schrein. Ist sogar meinem Dorf der Soras. Aber ich finde, wir sollten den Weg normal gehen. Es könnte ja sein, dass wie bei Breath of the Wild am Eingang irgendwer auf uns wartet. Ist das Grütze oder ist das Miasma? Sieht mir eher nach Grütze aus. Ich liege in der Grütze. Euch fotografiere ich gleich. Erstmal aus der Grütze raus. Ich mach's mir einfach. Tschüss. So, hier liegt was Neues zum Fotografieren irgendwo. Zumindest hatte ich gerade eben Fragezeichen. Ich will doch nur wissen, ob am Eingang vom Sora-Pfad hier was wartet.
Muss ich aber von hier aus kommen. Tschüss. Ach, da kommt ja mein Pferdchen. Und mit dir kann ich richtig Schundluder treiben. Ja, etwas ähnliches hatte ich vor. So kann ich Waffen mitnehmen. So. Ich setze mir hier mal den Marker hin. Ich will hier einmal drüber. Ihr habt eine Waffe, die ihr nicht haben dürftet, mein Herr. Nämlich eine Sora-Lanze. Die kriegen wir im Dorf der Sora nochmal schöner. Hundertprozentig. Aber nur für den Fall. Man kann das so hart ausnutzen. Wenn man gerade die Tasche voll hat, einfach hinten dran backen. Was spricht dafür, diese Basis zu raiden? Wenn du deine Waffe haben wirst, bist du selber schuld. Oh, das erstmal durch den blauen Excise Force Schwanz mitnehmen. Komm dann wieder zurück. Aber die beiden Fraktionen, die bekämpfen sich doch 100 pro. Ich also auch vom Himmel. Wo ist mein Bumerang hin? Oh, hab ihn noch. Okay, das andere Zeug, das bleibt offenbar da hinten eh hängen. Vielleicht kriege ich sie ja dahin gelockt. Habe ich den Schein schon? Ach, das ist genau der, den ich vorher noch geholt habe. Ein Gedächtnis. Genau, bekriegt ihr euch mal. Oh, meine Hand. Ich mach mal den Weg für euch offen, ne? Mögtet ihr euch friedlich bekriegen. In der Zwischenzeit... Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Ist immer schön, wenn der im Weg steht. Ja genau, tötet ihr euch gegenseitig.
Alles regelkonform. Okay, das Pferd kommt nicht rüber. Dann nehmen wir den normalen Weg. Komm mal her. So kann man ein Saphirschwert auch verwenden. Kann sich gut einen Weg machen mit. Da hat einer versucht, mich zu snipen. So. Wir gehen jetzt auf dem Weg zu den Soras, wie es gewollt ist. Oh, ich muss dir mal wieder helfen. Lass mal los, Kumpel. Passt. Geschafft. Aber eigentlich müsste man dich feuern, ne? Dass du nicht mal ansatzweise irgendwie was vorbereitest, damit du das Teil alleine aufstellen kannst. Das Ding hat sich von selbst zerlegt. So, Dorf des Horas, ich komme. Hier kriege ich nochmal die Möglichkeit, was zu kochen. Oh. Ich hatte die Hoffnung, dass da vielleicht was drin ist für mich. Du willst zu deinem Freund? Nein, 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 bleib hier. Zählt. Zitterling im Wildnis gefunden. Das zählt. Wo willst du eigentlich überhaupt hin? Ach, dahin willst du? Ist da eine Brücke? Ansonsten schieße ich dich rüber. Nee, außer mit rüberschießen sehe ich keine Möglichkeit. Kumpel, du machst jetzt einen Freiflug. So. Es funktioniert ja. Ich bring dich erstmal zu deinem Kumpel. Holz aber auch unglaublich gut. Entschuldigung, bin gegen das Mikrofon gekommen. Jetzt können wir wieder uns auf den Weg machen. Kock wurde abgeliefert. Der Job wurde erfüllt. Überall Matsche. Ich sehe einen weiteren Kock. Easy. Wenn ich sie sehe, werden sie mitgenommen.
Alles, was ich onscreen einsammle, muss ich offscreen nicht mehr suchen. Die nimmt man auch gerne mit, die Sachen. Wie kurz sie einfach runtergekommen ist. Wir haben ja gesehen, dass sie vom Himmel fällt. Es macht auch im bestimmten, was auch immer da oben in den Tempel sitzt. Warum habt ihr Röstbar schon an euren Teilen dran? Gibt es so viel bessere Verwendung dafür? Okay. Ich verstehe, warum man auch Wasserstäbe haben will. Du den Bogen gespannt hast, habe ich schon geschossen. Da kam schon wieder Matsch runter. Wäre ich von den Soras, würde mir das richtig stinken hier. Hallo, kommt wieder zurück. Da hinten ist ein dicker, fetter Felsen. Ja, schade. So, jetzt mache ich da mal was Richtiges dran. So. Es gibt natürlich Besseres. Aber man nimmt, was man kriegt. Ach, die Grütze mir eigentlich Schaden? Wenn nicht, ist die echt halb so schlimm. Klar, man kommt beschissen durch, aber das war's auch schon. Soras, ich bin auf dem Weg. Ich befreie euch von dieser Grütze. Nein? Aufhören, bitte? Danke. Ich wollte gucken, ob ich diese Matschepampe auch irgendwie wieder zurückschicken kann. Oh, hi. Hallo, du süßes, verführerisches. Doch irgendwas in der Ferne geleuchtet. Oh, hier ist gleich noch so eins.
dann halt nicht. Kann mir auch vermerken. Hier saß das ein andere Ding. Hier sind gleich zwei von den Geldbringer-Hasen beieinander. Ich langsam, muss mal langsam echt überlegen, welche Waffen verwende ich, bevor ich in den Krieg ziehe. Warte, mein Sportfrosch. Hi. Irgendwie ist der Laserknüppel nicht so geil. Oh, ein Sora-Schild. Na gut, mein jetziger zerbricht sowieso bald. Nee, lass mal stecken. Der Kampf lohnt sich nicht. Da ist eine gegnerische Basis. Da, das Ding wollte ich gerade eben fotografieren. Ein Exalfus-Knochen. Ist auch ein Bumerang. Bumerang am Bumerang, habe ich gehört. Das wäre erledigt. Ach, danke. Ich finde die am laufenden Band, ey. Ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast. Guck, da ist doch schon wieder eins. So viel leckeres Geld schon wieder. An den Dinger kann man echt reich werden. Ich habe nur Brücke gelesen. Kämpft euch mal gegenseitig. Danke für die Kiste. Und ein Sora-Bogen mal wieder. Ja, komm, weg mit dem Exile-Bogen. Ihr habt echt viele Fische dabei. Ich nehme die Abkürzung.
Was haben wir denn hier? Achten, die Geschichte von Breath of the Wild. Okay. Ich habe eine schöne Hintergrundgeschichte. Ja, trompetet ihr mal. Ich bin jetzt wieder auf richtigem Kurs. Versteckt sich da irgendwas unter der Brücke, von dem ich wissen sollte? Mal von beiden Seiten gucken, im Bestfall. Ich sollte jetzt nichts rumbaumeln. Aber ich sehe da was Großes. Und dort. Dann ja weiter. Ach, hier schon wieder. Lasst mich doch mal einen Moment in Ruhe. Oder nur hier hoch. Das nenne ich mal ein nettes Angebot. Hallo. Ich wohl eine Abkürzung genommen. So in der Enge zu kämpfen ist Kacke. Komm her. Ist ein absolutes Ranzvieh. Wo liege ich gerade? Muss ja auch mal irgendwann die ganzen Waffen alle verwenden. Oh, den Knüppel von ihm habe ich noch nicht. Ein Eisenholzstock. Okay. Man sieht's. Was könnte ich da denn dran packen?
nicht das Zeug, was ich eh schon selten habe. Das schmeiße ich auf jeden Fall gleich einmal auf den Boden. Dann mache ich auch direkt mal die Synthese hier rückgängig. So, dann habe ich einen guten Hammer. Und eine gute Bobklinge. Ach, guck mal, da ist wieder ein bisschen Geschichte. Oh, ich habe 6 Kapitel verpasst. Obwohl, nee, ich habe 5 verpasst. Erstes hatten wir, jetzt bin ich bei 7. 5 habe ich verpennt. Da kann ich schlecht klettern. Hier geht's weiter hoch. Ich komme so tatsächlich schneller durch den Matsch. Ach, da sind meine fliegenden Freunde. Mögt ihr meinen Freund Mr. Stein? Wir mochten ihn nicht. Aua. Ah, okay, und hier war ich ja gerade eben schon. Da ist nichts weiter Besonderes. Wenn ich mich hier großartig umschaue, würde ich wahrscheinlich hier schon so mindestens 5 bis 10 Crocs finden. Also beim Dorf der Soras kommen wir auf jeden Fall ja heute noch an. Ich würde sagen, wir holen auch noch den Schrein da unten. Damit wir hier einen Schnellreisepunkt haben. Oder soll ich das sogar zuerst machen? Hier ist eine Leiter. Ich hole erst den Schrein. Allein schon wegen Schnellreisepunkt. Den Mogawaka-Schrein. Okay, was für ein Spaß erwartet mich hier? Wasserkraft. Heißt das, ich arbeite mit Hydranten? Glaube ich, dass ich meine Kiste so nutze. Ich mache dich erstmal leer. Ja, den hätte ich gerade eben gebrauchen können. Ich lasse dich mal hier drin und hole dich einfach später, sobald ich einmal bei den Crocs war.
Das klappt hundertprozentig. Vielleicht muss ich das auch durchgehend drehen. Aber gut, solange es funktioniert. Es war, glaube ich, eine der größeren Batterien, was ich da gerade hatte. Okay, sehen das wieder diese Gummibälle? Nee. Bestimmt irgendwie aneinander bekommen. Ich habe einen Plan. Ich weiß ja, dass ich das da nur drehen muss. Kann ich die Kiste ja eigentlich wieder wegnehmen? Warte mal. Vielleicht kann das ja Strom speichern, wenn ich das da drauf stelle. Ah. Jetzt hat sie meinem Höhen Klick gemacht. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich das machen muss. Damit ich mich nicht ankokel. Habe verstanden. Wie gesagt, den Stab, den hole ich mir später wieder. So, geh mal vom Schalter runter, damit ich mich nicht verbrutzel. Den Strom kann ich ja wiederholen. Ich habe es ja mittlerweile verstanden. Ja, dann ist eine elektrische Batterie, die ich mit Elektrizität auch aufladen kann. So, einfach mal ganz kurz drauf. So geht der Clou auf. Okay, wieder was gelernt. Ich würde sagen, ich gehe einmal ganz kurz zum Spähposten zurück, hole mir eben kurz einen weiteren Inventarplatz für Waffen. Hallöchen. Und dann komme ich jetzt hin zurück und hole mir eben kurz den Stab. Dann kann ich ihn direkt mitnehmen, den werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Packe ich dann einen Wasserstein dran. Sollte genügend sein für eine Waffenaufbesserung. Ja, bitte die Waffentasche. Oh, geht nicht. Dann lassen wir es mal. Ich dachte, ich hätte genügend. 25 brauche ich. Ist langsam echt teuer. Gut, dann halt wenigstens an die Statue und den Ausdauercontainer. Bin ich nicht umsonst hier. Einmal Ausdauer, bitte. Danke sehr. Viel zu gütig. Und damit haben wir Ausdauer maximiert. Ab sofort kriegen wir hier immer mehr Leben. Ist jetzt hier Matsche? Nee. Wäre es ja ernst traurig. Edit. Wo ist Sidon? Ich habe mich jetzt einmal kurz aus dem Bild gepackt.
Wir mit Sidon quatschen. Der wird oben sein. Für die Sprechsequenz will ich mal aus dem Bild sein. Allein schon fürs YouTube-Thumbnail später. Stimmt ja, hier konnte man auch super Krabben sammeln. Sidon? Wo ist mein bester Kumpel? Hier unten. Wir haben hier 6 aus dem Bild gepackt. Ich will mit dem noch reden. Oder muss ich extra mit dir reden? Ach, die Statue säubern. Das mache ich mal sofort. Was hat denn das denn für ein Drall? Eine wunderschöne Statue. Wir wissen nicht, wer der Typ ist, der da auf dem Rücken von dem Eim ist, ne? Von dem Sora. Ich bin's ja auch. Oh, er hat eine Verlobte. Da freue ich mich ja für ihn. Ja, wo ist der denn? Ach, an ihrer Grabstätte. Na gut, da gehe ich aber nicht mehr heute hin. Ciao. Klingt super. Ja gut. Zu Sidon gehen wir aber erst nächstes Mal. Da oben wurde der Charakterbericht über Jona gerade aktualisiert. Er hat eine wunderschöne Braut gefunden. Ich mache hier jetzt für heute Schluss. Weil ging lang genug. Ich habe jetzt sogar ein bisschen überzogen.
Wenn es euch heute gefallen hat, Leute, auf YouTube später ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch wie immer ein Follow. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube als erstes an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.